Good evening, everyone. Along with Eddie Olczyk, I'm Mike Emmerich, and an air of expectancy about this game, because when you walk through the turnstiles and you go up to your seat, you know you're going to get to see the top point getter in the league, and that's a thrill. Who doesn't love to see goals and points, Doc? And when you have the leading scorer in the entire league on the ice, he's going to get a lot of attention from the other team's best defensive players. We direct our attention to the Nets and the starting goalies. Carey Price from the village of Anaheim Lake, British Columbia. A recent census says 319 people live there. The gold medal standout for Canada at the 2014 Olympics, a former forward in roller hockey, but the goalie of record tonight. Hallo und recht herzlich willkommen zu Part Nummer 6 von NHL und im Vorbericht, also in der Woche, die wir simuliert haben, wurde uns noch mitgeteilt, dass McGinn sich verletzt hat und deswegen mussten leider Wechsel vorgenommen werden. Ich zeige euch das immer nicht, weil ich euch diesen Ladebildschirm einfach nicht antun möchte, deswegen nehme ich das immer raus. Komm, hol ihn dir! Ah, schade. Und ich habe richtig Bock wieder auf meine Colorados und wir spielen gegen die Canadiens. Das wird Montreal Canadiens übrigens. Wow, die hauen uns gleich mal das Ding aber sowas von in den Salat. Da ist die Scheibe bei uns drin. Wir haben wieder unseren richtigen Keeper drin. Der andere hat ausgedient. Mal wieder die 90er-Wertung da jetzt. Aber der darf gleich mal hinter sich gucken, weil Markov sich einfach mal denkt, so lecker von der blauen Linie. Hau ich rein, aber ich glaube, der war abgefälscht. Guck mal, hier fliegt die Scheibe. Erkennt man nicht gut, aber Probst. Ja, die Kamera geht auf ihn. Müssen wir nachher vielleicht nochmal sehen. Vielleicht können wir es noch auflösen. Wir dürfen erstmal raus wieder. Ne, Markov wird als Torschütze gezeigt. Das ist er auch nicht. Oh, ich dachte gerade, wir sind draußen. Ja, Verwirrung pur. Jetzt vielleicht mal den Konter. Komm, spring ihn doch rüber! Nein! Komm, nachsetzen. Nein, die Scheibe. Scheibe ist bei den Montreals. Bei den Canadiens. Ja, kommen wir nicht. Hol ihn dir. Und mit den körperlich stärker werden und das 2-0 für Montreal. Eieiei. Das läuft ja mal gar nicht. Montreal auch mit einer guten Statistik 4-1, so wie hier. Schön zurückgelegt da und dann schiebt er den wieder locker vorbei. Geht mir fast ein bisschen zu einfach, wie er den vorbeischiebt. Da muss unsere Nummer 1 sich vielleicht auch mal ein bisschen hinterfragen. Ist natürlich jetzt nicht im Wettkampf Praxis. War verletzt. Rein wie immer gut. Montreal's lead on the strength of that recent goal. Tun wir jetzt mal ein bisschen von draußen zu gucken. Haben jetzt auch nicht wirklich was ausrichten können. Na, jetzt vielleicht mal über die linke Seite. Dann wird er gleich gedoppelt wieder. Schussmöglichkeit, Anschluss Colorado. Bisschen ärgerlich, dass wir da gerade auf der Bank sitzen. Aber umso schöner, dass da der Anschluss fällt überhaupt. Wir sind gerade in unserer Auswärtswoche, müssen hier nur durch Kanada gurken. Toronto waren wir. Ach, wo waren wir denn überall? Schönes Tor. Kann Price jetzt nicht so viel machen. Sehr schön. Ja, ein Funken Hoffnung. Spannendes Spiel. O'Reilly ohne Vorarbeit. Okay. Doch, von Lance Group und Holden. So, wir sind wieder auf dem Eis. Bin ich an? Kommen wir auch nicht ran. So, jetzt vielleicht. Komm, gib ihm mit. Ich bin da. Wir schicken jetzt. Jetzt vielleicht hier im Hintergrund die Scheibe anfordert. Schussmöglichkeit. Hat er. Und schiebt gleich wieder zurück. Ist Icing, oder? Wo haben wir? Schicken wir. Gar nicht schlecht, der Pass. Gar nicht schlecht. Aber was macht er denn da? Was hat sich denn da jetzt gedacht, ey? Weiß ich nicht. Oh, kleiner Check hier. Reicht meist ja schon, um ihn dann aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wir müssen hier was tun mit der Hacke. Ja, Scheibe ist weiter in unserem Besitz. Ach komm, ich war doch nicht vor ihm da. Ach, hör doch auf. Doch gleichzeitig rüber. Hier nochmal die Chance von Zotos.
Keine schlechte auf jeden Fall, aber genau auf die Brust von Price. Montreal's had mostly everything go their way early in the season. They've played well, they've got the breaks of the game. And they're going to need them tonight against an opponent that's every bit as good as they have. Auf Augenhöhe. Oh, jetzt nochmal ein kleiner Fehler, können wir den Puck übernehmen. Mal zurückgelegt, Schussmöglichkeit, da ist der Ausgleich. Ja, da waren sie wohl schon in der Halbzeit, wa? Stimmung ruiniert. Tangujai. Especially in the offensive zone. If you want to isolate, rübergelegt, steht er ganz blank. Hätte Price fast noch bekommen, die Kiste, ne? Hat er geahnt, irgendwie. Ja, nochmal hier auf Price. Ja. Hengray oder so heißt er. Ich habe keine Ahnung von den Namen. Aber ist ja richtig was los im ersten Quarter. Jetzt ist auch gleich hier Pause. The Canadians control from the face-off. Das wird doch jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, nochmal über die Scheibe. Und dann war es das auch mit der ersten Hälfte. Sehen wir nochmal das 1-0. Das wollte ich nochmal sehen. Ja, geht, glaube ich, so durch, wirklich. Ne? War da noch einer dran? Man sieht es nicht richtig. Ja, 2-0. Aber danach haben wir uns gefangen, auf jeden Fall. Danach... haben wir zu unseren Stärken gefunden. Das war auch sehr wichtig, noch einen Schluck trinken. So. Zweites Drittel. Die Bullies verlieren wir eigentlich alle, ne, bis jetzt. Haben wir da, glaube ich, keins gewonnen. So, schöner Check hier. Mit dem Schiri auch so leicht involviert. Oh, Abpraller auch bei die Kanadier. Kommen wir nicht ran, wieder nicht. So, jetzt vielleicht. Jetzt gibt doch die Scheibe her. Gib die Scheibe her. Ich schleite jetzt hier die Turbo ein. So, rübergelegt. Und auch mal rüber. Gute Möglichkeit. Na, und dann haben wir den Ball. Den Ball, die Scheibe verloren. Gebt mir Mühe, liebe Freunde. Gebt mir Mühe. Wow. Haben wir verloren. Schmeißen wir uns auf den Boden. Schmeißen wir uns auf den Boden. Mein Lieblingsbully hier. Willst du denn hier, hä? Komm her. So. Geht's wieder ein bisschen ruhiger zu. Wie im letzten Spiel. Das erste Drittel hier ordentlich. Na, was machen wir den Highflyer da? Zieht euch mal hier Zotos rein. Boah, springt er in ihn rein. Zieht ihn da noch von den Beinen. Da gab's doch schon mal zwei Minuten. Jetzt vielleicht mal ein Bulli auch gewinnen. Nee, klingt uns nicht. Scheibe jetzt mal zum Konter. Totos ist dran. Boah, wird einfach weggecheckt. Wird einfach weggecheckt. Das geht so einfach. Schnell zurück. Jawohl, und der ist gar nicht mal so unheiß. Sollen raus. Habe ich auch gerade versucht, aber da war schon. Müssen noch ein bisschen hier regenerieren jetzt. Und ohne uns auf dem Eis lief es ja heute nicht schlecht, ne? Zwei Tore von uns. Zweimal waren wir nicht auf dem Eis und zwei Gegentore. Beide Male waren wir auf dem Eis. Ich hoffe, das bedeutet jetzt nicht zu viel. Riesenmöglichkeit! Chris. Er nimmt es mir ein bisschen, bitte nicht so übel, ich verfolge die NHL nicht. Ich kenne den Namen also nicht. Aber ich gebe mir Mühe, ja? Ihr dürft mir auch gerne in den Comments schreiben, wie sie denn richtig ausgesprochen werden. Den haben wir ja mal komplett verfallen. War ganz gut nachgesetzt. Die fangen wir ab. Haben wir nicht? Wow. Vielleicht nochmal den Konter. Schön. Schade. Oh, passt genau in unsere Arme. Seht ihr drüben? Leicht blank, aber wieder, der passt zu ungenau diesmal. Geht an uns vorbei und dann sind es noch 7 Sekunden. Jetzt muss keiner mehr kassieren. Wow.
Bin doch die Scheibe da weg. Alter Schwede. Alter Schwede, das war ja nochmal richtig heiß hier. Oh, schön, der Scheck ist ja fast an ihm abgeprallt. Ja, schon. Ja, nichts passiert hier quasi. Gute Chancen auf jeden Fall. Die Kanadier sind stark. Die haben irgendwie was vorgenommen, das merkt man. Milwaukee. Both teams have found the back of the net, but it's even underway here in the third. Aufpassen, konzentrieren, konzentrieren, jawohl. Fängt man die Bälle ab, gibt die Scheiben. Muss, aber Price hat ihn im Handschuh. Ein bisschen rumgeschubse. Nichts Dramatisches. Schindambolito, das bereit am Recht. Vielleicht mal eingreifen zu können. Ja, wir gewinnen das sogar mal. Da sind wir schön im Sichtfeld, aber. Das ist ein bisschen zu ungenau, da kommt er zu leicht durch. Und dann fressen wir das 3-2 von Milwaukee. Ja, ich glaube, da sahen wir auch nicht gut bei aus. Steht da die Tormann von uns genau im Sichtfeld und kriegen den Stock da nicht in den Weg. Alexei im 3-2. Stehen da mal richtig dämlich und da ein bisschen. Ja, unser Keeper kann er da so ein bisschen leid tun, ne? Das ist nicht unser Spiel auf jeden Fall. Da hat er gut lachen. We had a tie game until just moments ago. It's a one goal contest. Also müssen dafür auch auf die Bank. Da läuft ja auch ohne uns heute deutlich besser. Ja, schon gesehen, wir haben schon ganz gute Statistiken aber auch gehabt. Die 6 Tore. 5 Vorlagen oder so haben sie eingeblendet. Bei der Vorstellung. Jetzt lassen sie sie wieder fahren, da geht keiner so richtig ran. Und jetzt hätte ich, würde ich gerne wieder rein wollen. Hat hier von Milwaukee angezeigt. Eine gute Möglichkeit hier, aber schön gehalten diesmal. Diesmal war er da. Die Bullies gehen langsam auch so ein bisschen an uns. Er hat es langsam raus, ne? Boah, schöner Schuss. Wieder abgeblockt, wieder abgeblockt. Was ist jetzt los? Powerplay. Block schlagen oder was hat er angezeigt? Gucken wir nochmal. Konnte er jetzt nicht, der Stockschlag. Gut. What a great opportunity to be on a power play after being down in the game. Mal sehen, ob uns gleich eingewechselt kriegen. Wir sind drauf auf jeden Fall. Da haben wir auch die Scheibe schön vorbei. Oh, gekreuzt, Schussmöglichkeit. Und jetzt! Nein! 1,20. Schön mitgenommen. So, weitergelegt. Oh. Und nochmal aus der Drehung und wieder ist es Price. Meine Güte, was für Möglichkeiten. Mein. Aber jetzt endlich mal gut mitgespielt. Also, war jetzt mal eine stärkere Phase von Sotos auf jeden Fall. Hier einige gute Möglichkeiten. Schön nochmal nach innen gezogen. Klasse Abwehr. Mit dem Stockarm. Over 7 minutes remaining in the third. We had a tie game until just moments ago. It's a one goal contest. Jetzt nochmal draußen. Gucken uns das nochmal von draußen an. Da lief es ja immer relativ gut. Der Schuss wieder abgeblockt. Jetzt kommen wir nochmal.
Gute Möglichkeit, Latte! Nochmal! Das gibt's doch nicht! Das ist doch nicht wahr! Rausgeschlagen die Scheibe, meine Güte, Powerplay vorbei. Und dann kriegen wir das 4-2 und wir sind natürlich wieder auf dem Platz, auf dem Eis. Meine Güte. Ja, das kommt dann halt. Ich dachte auch, wir wären im Scheibenbesitz gewesen gerade. Dem war ja mal gar nicht so. Hat er sich die Scheibe... Oh, guckt euch das mal an. Hat er sich die Scheibe schön erobert. Locker vorbei an unserem Keeper. Links waren wir daran mal nicht beteiligt, aber kriegen natürlich Minuspunkte. Mit Punkten sind wir heute auf jeden Fall nicht beglückt. Ich denke, am Ende geht das Ergebnis dann auch in Ordnung für Rocky, ne? Ein bisschen ist ja noch, vielleicht können wir ja noch mal was reißen. Nehmen wir nochmal die Scheibe. Nochmal! Doch nicht. Komm nicht vorbei an Price. Wir gehen raus. Um uns dann gleich wieder einwechseln zu lassen. So, da kommen wir in den Rücken. Wir verlieren den Ball da gleich. Ärgerlich. Schuss ins leere Tor. Aber wieder zu schnell, verdammt. Ah. Das müssen wir noch lernen, dass wir da nicht ungeduldig sind. Ein bisschen langsamer lieber. Und er trifft das leere Tor nicht. Natürlich unser Vorteil hier in diesem Fall war es auf jeden Fall unser Glück. Dann geh doch rüber, Mann. Doch nicht. Nicht der wieder ab, ne? Ja, wenigstens mal ein positives Erlebnis hier. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich nichts mehr ändern wird, ne? 4-3, noch 31 Sekunden. Man hat natürlich schon Pferde vor Apotheken kotzen sehen, aber es wird hart. Uli gewinnen, nach vorne. Unmöglich ist es nicht. So, Bulli gewinnt, hat schon mal geklappt. So, jetzt muss nicht wieder. Ja. So, da hinten steht noch einer. Scheibe kommt auch zu ihm. Dann ist sie wieder weg. Sag mal, alles geben, leeres Tor. 5-3, die Entscheidung. Den Rest gucken wir uns dann von draußen an. Auf jeden Fall, so, für die Fans war es auf jeden Fall ein Spektakel, dieses Spiel. Mal verdeckter Schuss vielleicht, nochmal Nachschussmöglichkeit, nein. Bleibt also beim 5-3 für Milwaukee. Naja. Gutes Spiel, zumindest von unserem Gegner. Von uns war es ein Katastrophenspiel, muss man einfach mal sagen. Es war nichts Gutes dabei. Die Fans haben Grund zum Feiern. Canadiens. War ein schönes Tor gemacht. Nee, Wiederholung wollte ich bin gegangen. Wenn das denn möglich ist, dann gucken wir noch mal ganz kurz. Ja, das ist natürlich, ja, müssen wir im nächsten Spiel wieder Gas geben. Wir wollen das ja wieder wettmachen. Von daher, denke ich mal, beenden wir diesen Part hier auch an dieser Stelle. Ich verabschiede mich von euch mit einem kräftigen Sport frei. Euer Zotos. Bye, bye.